Hey Clasher, Solo-Clanking Action, das heißt Rathaus 11, 12, 13 und zweimal Rathaus 15, damit jeweils ein Angriff. Und wir sehen, wir sind dieses Mal gegen ein Mismatch. Das bedeutet, wir müssen auf allen drei unteren Rathausstufen jeweils eine höhere Rathausstufe angreifen. Allerdings natürlich, so wie es meistens in solchen Clankingen ist, sind sie jetzt nicht allzu krass ausgebaut. Dennoch würde ich sagen, wir haben unsere Armee ready. Ich zeige euch ganz, ganz kurz, was genau der Plan ist. Und dann gehen wir direkt rein mit dem ersten Angriff. Und auf allen Accounts dürfen wir jeweils nur einen Angriff machen, um die gewisse Herausforderung auf jeden Fall zu bewahren. Hier würde ich auf jeden Fall sagen, mit einem Zeppelin einmal versuchen, auf diesen Multi-Infernturm zu kommen, weil wir an das Rathaus rankommen, an den Adler theoretisch, hier an den X-Bogen, an die Verteidigung. Und danach können wir hier oben die Helden reinspielen mit dann Lalo für den hinteren Bereich. Warum Lalo? Ich habe überlegt, ob wir Drachen oder ähnliches auch spielen könnten. Aber wir haben ja sehr, sehr viele dieser Luft-X-Bögen und ich glaube, die Luftabwehren sind hier relativ gut für Lalo stattdessen platziert und die Drachen würden, glaube ich, zu viel Schaden kassieren. Und deswegen priorisiere ich hier auf jeden Fall eher Lalo. Aber ich würde sagen, Armee, wie gesagt, steht und wir gehen auch direkt rein. Gibt keinen Grund, jetzt noch weiter zu zögern. Von daher, auf geht's, ab geht's. Wir nutzen jetzt hier keine Power-Poke. Wobei, nutzen wir hier die Power-Poke. Ja, na wohl. Was soll der Geiz, nicht wahr? Wir nutzen einfach hier alles, um möglichst gutes Ergebnis zu erzielen. Das heißt, einmal hier zack und zack. Ab geht. Wie hat unser Zeppelin geschmackt? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Aber egal, scheint es hier auf jeden Fall gut zu klappen. Gut sauber. 1, 2, 3 und 4. Wunderbar. Als nächstes Rados, bitteschön, meine Freunde. Sehr schön. Natürlich hier weiter unsichtbar gemacht und wir schauen, ob wir eben noch den Adler bekommen. Das zumindest hoffe ich jetzt hier, dass das Ganze passiert. 3, 4, wunderbar. Eieiei, schaut euch einfach mal an, wie viel wir jetzt schon rausbekommen haben. Das sieht doch auf jeden Fall schmackhaft aus. Jetzt hier den Kollegen, den Babydrachen. Oben Eisgolem. Schaut jetzt einmal die ganzen Mauerbrecher hier rein. So, Königin. Ein Giftzauber hier für unseren nervigen kleinen Freund. Und damit sieht das Ganze schon mal gar nicht schlecht aus. So, König gezündet. Die gegnerische Königin sollte rausgenommen werden. Unsere Helden sind leider nicht so hoch. Selbst trotz der Heldenpotion. Aber gut, es ist, was es ist. Kriegen wir trotzdem hoffentlich hier hin. So, jetzt können wir hier unten starten. Wie machen wir das allerdings? Starten wir... Ne, wir starten hier oben mit der Königin zusammen. Das heißt, ihre Fähigkeit kurz für den... Das ist so krass, wie wenig Schaden diese Helden machen. Wenn sie ihre... wenn sie noch nicht so krass gelevelt sind. Das ist schon echt heftig. So, hier oben noch mit dazu. Nächster Lava-Hund. So. Will ich hier jetzt gleich am besten einen Frostzauber oder ähnliches mit dazu. Frostzauber am besten jetzt hier mit dabei. Und hoffen wir am besten den Eiszauber hier mit dazu setzen zu können. Nächster Frostzauber. Und außen jetzt einfach hier die nächsten Sachen mit dazu. Magier außen mit dabei. Wächterfähigkeit. Dann haben wir so noch den Lava-Hund mit erwischt. Wir haben jetzt noch zwei Frostzauber. Reicht das für den hinteren Bereich? Das ist jetzt die Frage. Und eine Minute haben wir knapp Zeit. Der macht kurz Frostzauber. Oh, der Multi, der macht so viel Schaden. Komm schon. Nimm den Multi raus, meine Freunde. Jawollo. Okay, der Lava-Hund lebt noch. Der kann uns ja auf jeden Fall noch ordentlich helfen. Wenn er denn anvisiert wird, das ist auf jeden Fall aktuell sozusagen das große Problem. Wo ist meine Königin? Die ist inzwischen gestorben, leider. Der Magierturm. Frosten wir den jetzt? Frosten wir den? Wir haben hinten raus nochmal einen Magierturm. Und noch ein Tesla am Start, deswegen frost ich noch nicht. Sondern ein bisschen später, wir müssen noch ein paar weitere Minions, die wir mit dazusetzen können natürlich. Und hoffe ich, dass wir hinten einfach alles komplett überfliegen können. Jetzt die Frage, was frosten wir? Ich glaube, Magierturm plus Tesla ist die beste Option, was wir hier frosten können. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir machen können. Das Ballons gehen weiter durch. Oh, die rote Mine wird durch die Lakaien ausgelöst. Das ist jetzt wichtig und richtig. Jetzt hier den Frostzauber einmal. Zack, jetzt. Wir haben alles getroffen. Wunderbar. 22 Sekunden. Das sollte doch eigentlich reichen für unsere drei Sterne hier. Let's go. Rathaus 11 gegen Rathaus 12. Weil der Gegner war jetzt nicht so krass ausgebaut. Aber hey, ich nehme das Ganze trotzdem mit. Muss ich sagen. Ich nehme das Ganze trotzdem mit. Und damit gehen wir direkt rüber zu unserem Rathaus 12, der dann Rathaus 13 angreifen muss. Und ich weiß, viele haben immer sehr, sehr viel Respekt davor, Lalo zu lernen. Allerdings, vor allem auf den unteren Rathausstufen, kann ich es euch nur empfehlen. Ich habe es gerade eben gesehen bei mir, das war nicht wirklich irgendwie schwarze Magie und ähnliches. Es war super, super simpel. Der Grund dafür ist folgender. Auf diesen unteren Rathausstufen sind einfach diese Zeppeline ungeschlagen. Ihr könnt fast alles mit den Dingern machen. Dadurch, dass ihr höhere Level an Supermagiern in der Klamauk immer bekommen könnt. Das heißt, sie werden immer geupgradet. Und sind nicht auf dem Level, wie ihr sie selber eben hättet. Und das macht einen riesen Unterschied aus. Und genau das nutzen wir auch hier aus. Keine Angst, für den Rest des Videos, dann für die anderen Rathausstufen, werden wir uns andere Strategien vornehmen. Aber hier zum Beispiel wieder, wenn wir mit einem Zeppelin
auf diese Streukatapult hier gehen. Erstens, es können keine Fallen dort sein. Zweitens, wir können hier super viele Gebäude erreichen und rausbekommen am Ende. Und ich glaube, das machen wir doch auf jeden Fall. Danach werden wir mit unseren Helden hier von der rechten Seite reingehen und danach Lalo spielen. Und ihr seht bereits, wie gesagt, der Lalo danach wird nicht kompliziert sein, eben weil der Zeppelin so viel rausbekommen hat. Und genau das kann ich nur jedem empfehlen auf diesen unteren Rathausstufen. Und ich würde sagen, Armee auch hier ist wieder fertig. Wir brauchen keine Testtruppen, wir brauchen einfach nur unsere Supermagier im Zeppelin. Und genau das werden wir hier machen. Von daher, auf geht's, ab geht's, wir gehen rein. Und ich werde auf jeden Fall hier noch eine Trainings- oder wie heißt es nicht, eine Power Potion benutzen auf jeden Fall. Einfach, um sicher zu gehen, dass wirklich alles maxed ist. Und dann müssen wir einmal kurz hier anwinkeln, dass das Ganze richtig passt. Ungefähr von hier, der Lavahund mit dem Zeppelin direkt mit hinterher. Wir wollen auf dem Streukatapult landen. Das ist zumindest so der Plan. Zack. Natürlich jetzt der Wutzauber. 3, 4, wunderbar. Und wir gehen einfach weiter durch. 2, 3, 4, sehr, sehr schön. Nächster Unsichtbarkeitszauber. Das sieht doch bisher schon mal richtig, richtig gut aus. Die gegnerische Gladiatorin, die wollte ich eigentlich nicht unsichtbar machen. Aber hey, sie ist auch noch gefallen. Und jetzt sagt mir mal jemand, Leute, danach kann ich kein Lalo mehr spielen. Ich sage euch das so, ihr kriegt das alle sowas von loggerfloggig hin. Zu 110%. So, jetzt hier den mit dazu. So, Magier. Den Headhunter auf die gegnerische Königin, dass sie nicht so viel Schaden macht. Der Kollege hat sogar schlechtere Helden als der eben gerade, nicht wahr? Ja, die Helden sind ein bisschen schlechter ausgebaut als der, den wir eben gerade angegriffen haben. Aber ihr seht, was ihr sozusagen macht, ist, ihr nehmt einen großen Teil des Dorfes raus und jetzt haben wir an sich nur noch eine ganz, ganz gerade Straße, die wir abfliegen können. Das heißt sozusagen hier, wir starten einfach, starten wir unten oder oben? Das ist dann noch der nächste entscheidende Punkt. Weswegen sollten wir von unten oder von oben starten? Wir starten von oben, einfach aus dem Grund, hier können wir unsere Königin beschützen und damit bleibt die am Leben und das heißt am Ende weniger Zeitprobleme und Co. für uns. Und ich glaube, deswegen ist hier der obere Ansatz auf jeden Fall das Beste, was wir machen können. Nebenbei, ihr seht es außen, einfach Lavahund spielen und nach Truppen einfach dazusetzen. Dann Eilzauber, dort wo viele Gebäude auf einem Fleck sind und ansonsten wieder das gleiche außen. Wieder Ballons dazusetzen, dass eure Hauptgruppe weiter durchgeht. Sobald viel Schaden auf einem Fleck ist, einfach frosten. Danach, wenn wieder viele Gebäude auf einem Fleck sind, einfach Eilzauber. Also es ist super, super simpel eben auf diesen unteren Radarstufen. Das alles geht und, wie soll ich sagen, es ist super, super abhängig natürlich vom Zeppelin. Aber eben, weil ihr so viel normalerweise rausbekommt, ist das gar kein Problem. Haben kurz den Rest hier reingekloppt. Und damit seht ihr bereits, das sind die nächsten drei Sterne für uns. Perfekt. Wunderbar. Und ja, deswegen, ich hoffe, ihr könnt mir hier verzeihen, dass wir so viel Lado spielen. Aber, oder auch Super Mario Zeppelin. Aber diese Strategien sind auf den unteren Radarstufen einfach so unfassbar, unfassbar stark und sicher. Und ihr seht, auch obwohl das jetzt hier eine Radarstufe höher war, haben wir lockere drei Sterne geholt. Gar kein Problem. Und wie gesagt, solche Dorflayouts, wer jetzt denkt, jetzt so die Dorflayouts sind aber nicht so gut. Ich meine, das sind schon die besseren Dörfer. Die schlechteren Klarkriege seht ihr nicht mal auf YouTube. Das sind bereits Dörfer, wo ich sage, ey, die haben größtenteils Klarbogen zum Teil gefüllt. Sie haben Dörfer, die nicht komplett Müll sind, wo irgendwie alles komplett verteilt ist. Von daher, das ist die Realität. Und nun ja, solche Gegner hat man halt eben unter anderem. Und da nutzen wir gerne das Ganze aus. Und damit kommen wir ja schon zu meinem Rathaus 13 gegen den gegnerischen Rathaus 14. Und was genau machen wir hier? Bei diesem Dorf, wunderbar, können wir auch wieder eine sehr, sehr große Schwäche feststellen. Und klar, wir können auch wieder mit dem Super Mario Zeppelin, am besten hier wie auf die Klamburg oder sowas, da kommen wir ans Rathaus, an den Adler, an den X-Bow, an Luftabwehr und so weiter. Wäre super geschenkt. Aber keine Angst, das machen wir nicht. Die nächste große Schwäche, die ich hier auf jeden Fall, finde ich, feststellen kann, ist eine Königin, die oben platziert wird. Sie kann links oder rechts laufen, das ist uns vollkommen egal, denn das Dorf ist größtenteils symmetrisch. Zeppelin hier auf den Single-Inferno-Turm. Und wenn sie dann links rumgeht, aus diesem Kanal hier, kann sie an so ziemlich alles rankommen. Adler ist hier, Rathaus ist hier. Die ganze Verteidigung natürlich, die hier selber drin stehen. Alles kann sie jeweils drankommen. Und da müssen wir nur noch hier auf der rechten Seite am Ende irgendwas weiteres durchschicken. Was genau sollten wir am besten wählen? Nun ja, hier die Entscheidung könnte ein bisschen knifflig sein, weil wir haben den Luftfeger. Ich hätte ansonsten gerne Drachenreiter oder eben Ballons gespielt. Aber mit dem Luftfeger, muss ich sagen, spiele ich dann am Ende doch lieber Schweinereiter. Ja, wir haben hier den Bombenturm, aber ich glaube, den können wir mit einem König, den wir hier reinspielen, gut auslösen. Und ich würde sagen, genau das machen wir jetzt. Auf geht's, Armee sollte wieder stehen, genauso ist es, Zeppelin ist ausgebildet, alles sonst soweit auch. Und wir gehen natürlich schwuppdiwupp hier rein in das Geschehen. Auch hier natürlich wird die Tränke ausgewählt, weil ich hasse es auf jeden Fall, Angriffe zu
verlieren, weil meine Sachen nicht gut ausgebildet sind. Das ist immer sehr, sehr frustrierend. Deswegen hier jetzt Test. Ballons. Und dann einmal geht's hier ab. So. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Einmal den Mauerbruch, um hier reinzukommen. Da war so eine doppelschwarze Mine. Aber sollte kein Problem sein. Die Kollegen haben an sich viele, viele Elektrodachangriffe hier anscheinend mit. Oder viele Elektrodach in der Verteidigung mit dabei. Kein Problem. Weitere Testballons, um sicherzugehen, dass hier keine weiteren Fallen sind. Aber soweit sieht das Ganze bisher hier absolut genial aus. Giftzauber jetzt hier genutzt, um einerseits die Skelette, aber auch andererseits den Elektrodrachen jetzt hier gleich rauszubekommen. Und wenn wir noch einiges an Wut zaubern. Und das sieht auch bisher hier absolut genial aus. Wir können gleich auch den Headhunter mit dazu spielen für die gegnerische Königin. Wenn ihr sowas nicht hinbekommt vom Timing her, gar kein Problem. Frostzauber tut das Ganze auch. Wir haben hier einiges an Unterstützungszauber mit dabei, seht ihr hier. Dann natürlich müssen wir gleich aufpassen mit dem Single Inferno Turm. Da auf jeden Fall ist Vorsicht geboten. Das heißt, wir gehen hier weiter durch. Jetzt einmal den Wutzauber und am besten den Unsichtbarkeitszauber, weil, nun ja, hier ist eh zu viel Schaden drauf. Das heißt, wir wollen eh das Ganze unsichtbar machen. Und damit ist auch die gegnerische Königin gleich mit abgedeckelt. Das heißt, die lassen wir einfach hier ihr Ding machen. Frostzauber so mit dazu. Und jetzt würde ich sagen, König auf der anderen Seite einmal mit reingeschickt. Wunderbar. Und dann sollte der die gegnerische Gladiatoren rausbekommen. Während erstmal eine Königin halt eben bis zum Rathaus an sich kommen sollte hier auf jeden Fall. Headhunter hier mit dazu. Königin, am besten dich ein bisschen beeilen hier. Wutzauber deswegen auch mit dabei. Sieht gut aus. Baby da Haus mit dazu. Das Radar sollte am besten demnächst fallen. König wird jetzt gezündet. Und dann geht es jetzt gleich hier Richtung Schweinchen. Die wollen wir jetzt demnächst starten, damit wir kein Zeitproblem bekommen. Radar wird aktuell ein bisschen übersehen. Ist auf jeden Fall ein bisschen nervig, bin ich ehrlich. Aber kriegen wir schon hin. Das heißt, Wächterfähigkeit jetzt. Altzauber. Jetzt müssen wir schauen, wie das funktioniert hier. Frostzauber. So. Das könnte jetzt auf jeden Fall ein bisschen knifflig werden. Einfach aus dem Grund, dass ich hier, dass das Rathaus lange, lange übersehen wurde. Aber aktuell scheint es so, als wenn meine Königin. Warte, die geht jetzt auch nicht zum Rathaus. Halt, stopp. Was ist jetzt hier los? Eigentlich sollte die da zum Rathaus gehen. Weitere Schweinreiter unten noch mit dazu. Wir haben die Gladiatoren noch. Ich glaube, auf die wird es am Ende drauf ankommen. Weitere Ballon hier noch mit dazu. Und ich glaube, wir haben. Auch wenn es am Ende sozusagen jetzt riskant aussieht, sagen wir mal. Ich glaube, dass es am Ende auf jeden Fall trotzdem reichen sollte. Einfach mit dem Unsichtbarkeitszauber, den wir hier gut platziert haben. Gladiatorenfähigkeit haben wir natürlich auch noch. Das zack, einmal kurz jetzt gezündet. Und damit sind es am Ende auf jeden Fall trotzdem hier 3 Sterne. Auch wenn es am Ende ein bisschen, sagen wir mal so, interessant ausgegangen ist. Aber hey, am Ende, Rados wurde übersehen. Gar kein Problem. Queen Charge am Ende einfach zu stark. Und die Schweinreiter sind am Ende auch gut durchgegangen. Also von daher alles für uns wunderbar. Und damit die nächsten 3 Sterne. Jetzt die Frage. Auf Rados 15 mit der härtesten Radarstufe. Können wir hier 15 Sterne insgesamt hinbekommen, nachdem wir hier bisher auf den unteren Radarstufen jeweils 3 geholt haben. Und damit schauen wir schon mal direkt, was unser erster Gegner hat. Hier auf jeden Fall nicht das Dorf, was am besten upgraded ist. Allerdings die ganzen Schlüsselverteidigungen hier, die sind auf jeden Fall alle komplett max ausgebaut. Und das wird auf jeden Fall ein interessanter Angriff. Was ich mir überlegt habe, gegen solche Dörfer oder vor allem, natürlich will ich euch bei diesen Solo-Kleinkriegen Dörfer ans Herz legen, oder Angriffe eher gesagt ans Herz legen, die natürlich für jeden einerseits machbar sind und vor allem gegen solche Dörfer mit eben offensichtlichen Schwächen sehr, sehr gut sind. Eine Möglichkeit wäre es natürlich hier einfach mit einem Superbogenschützen Zeppelin auf Risiko ins Zentrum zu kommen. Wenn man auf diesen X-Bogen landet und mal durch diese, ich sag mal, Superbogenschützen hier die ganzen Schaden und so weiter austeilen kann und die ganze Verteidigung rausbekommt, ist dieses Dorf absolut tot. Aber es hat das Risiko mit der Tornadofalle, deswegen machen wir das hier nicht. Stattdessen, was natürlich auch immer eine große Schwäche ist bei vielen, vielen Dörfern von den ganzen Spielern, die hier auf nicht höchstem Niveau spielen, sind Blitzzauber, die sie zulassen. Und hier können wir zum Beispiel hinterm Rathaus Single-Fernturm, Unsichtbarkeitsturm und die Kanone wegblitzen. Und was dadurch dann sozusagen möglich ist, ist, wenn wir mit dem Wächter hier oben starten, einen Flinger fürs Rathaus zu spielen, das heißt eine Belastungsmaschine. Dann gehen wir hier oben rein und die beste Kombination nach Blitzzaubern sind eben Titan. Das heißt, wir gehen hier oben rein, springen dann einmal hier rüber, der König wird hier oben reingebrochen und dann führt einfach alles hier zusammen in den hinteren Bereich und ich bin der Meinung, dass wir da auf jeden Fall ja, gut gewappnet sein werden, wenn es um diesen Angriff geht. Von daher würde ich sagen, gehen wir rein, let's go. So, und ich habe das Ganze jetzt einfach kurzfristig nochmal gespiegelt vom Plan, weswegen, weshalb, warum. Nun ja, hier sehen wir einen Single-Inferno-Turm und wir sehen hier den Monolith. Wenn wir in die früh reingehen, haben wir den ganzen Einzelschaden weg und hinten raus ist ein Multi-Inferno-Turm, was wesentlich angenehmer sein sollte. Dadurch wird der Wächterwalk ein bisschen komplizierter, weil wir natürlich die Minenwerfer hier ablenken müssen mit unserem Wächter. Aber ich glaube, das kriegen wir trotzdem auf jeden Fall hin. Das heißt, wie wir starten, ist auf jeden Fall mit unserem Wächter in der Reichweite des Minenwerfers ganz wichtig. Einmal so. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar, die Heiler mit dazu. Dann können wir natürlich hier schon mal kurz einmal testen, sind irgendwelche Fallen hier? Nein, sind es nicht. Das ist auch gut für uns.
natürlich hier den Flinger mit dazu. Und jetzt natürlich dann die Blitzzauber und Co. Einmal hier, zack, wunderbar. Und einmal hier die Blitzzauber für den Unsichtbarkeitsturm und den Inferno-Turm. Also soweit sieht das Ganze schon mal absolut genial für uns aus. Genauso wie wir es erhofft haben. Ich hoffe allerdings auch noch, dass wir hier die Luftabwehr bekommen werden. So zumindest hier gerade die Traumvorstellung. Hoffen wir, dass das Ganze dann auch passt. Und der Wächter nicht zu falsch läuft. Wunderbar, der Wächter läuft 1:1, genauso wie wir es uns vorgestellt haben. Jetzt hier unten natürlich den Kollegen mit dazu. Dann werde ich am besten einmal hier unten Babydrachen. Oder wie spiele ich? Ich spiele ihn, glaube ich, lieber hier. Und hier den Kollegen. Machen wir das ganz einfach so. Und jetzt würde ich behaupten, können wir den nächsten Schritt bereits eingehen. Und das ist auf jeden Fall dann hier den Mauerbrecher zu spielen für meinen König. Tarn hier mit dazu. König hier mit dazu, Hexen außen mit dazu. Und das Ganze sieht doch jetzt hier richtig, richtig gut aus. Denn jetzt nutzen wir den Sprungzauber einfach. Robbidi-Dip-Dop. Einmal hier rüber. Wir haben noch einiges an Zaubern jetzt. Ich würde sagen, wir frosten einmal das Ganze hier. Damit nicht ganz so viel Schaden am Anfang auf unseren Truppen drauf ist. Und jetzt natürlich hier das Ganze einmal kurz ein bisschen beschleunigen. König gezündet auch. Wächterfähigkeit können wir gleich jederzeit benutzen. Am besten, wenn der Wächter folgen sollte. Das war ein Aufruf an dich, Wächter. Wächter, das war ein Aufruf an dich. Okay, Wächterfähigkeit. Der hat anscheinend gerade gar keinen Bock, leider. Aber gut, er macht sein Bestes. Wobei sein Bestes scheint nicht wirklich viel zu sein. Aber egal, kriegen wir schon hin. Nächster Wutzauber hier mit dazu. Muss die Titan irgendwie am Leben zu halten. Aber das scheint aktuell ein bisschen eine schwierigere Aufgabe zu sein, als wir erhofft hätten. Aber das Rados ist zumindest schon mal Geschichte. Das hat schon mal, ist schon mal was Positives. Natürlich hier noch Mauerbrecher, die uns aktuell gerade nicht so viel bringen. Oder ich nutze die einfach doch mal hier. Wir nutzen die doch einfach hier. Dann kommen wir direkt zumindest in den nächsten Bereich rein. Die Königin ist hier ein bisschen mit Schaden beschäftigt. Deswegen ist glaube ich gut, dass wir sie rüber geführt haben, Königin. Ja, ich brauche mal die Fähigkeit leider. Ärgerlich, aber wahr. Oben ist der Minenwerfer hier. So. Da haben wir jetzt super Lakaien drin. Mal schauen, ob das am Ende hier die beste Wahl war. Gladiatoren ab ins Zentrum. Das glaube ich hier ganz nice. Kommt Titan, springt. Ja, jawohl, die Gladiatoren ist über die Mauer gesprungen. Und damit hier leichte Beute für unsere Titan außen. Super Lakaien sind hier mit dabei. Haben leider hier nicht so viel rausbekommen können. Aber jetzt ist natürlich die Zeit am Ende hier der entscheidende Faktor. Nur noch ein Magier und Co. Gladiatorenfähigkeit jetzt am besten. Zack, zack, zack. Wunderbar. Und jetzt, sobald Titan oben arbeiten und tanken, können wir hier mit dem Magier und Bogenschützen und Co. mit dazu sein. Minion bringt uns leider aktuell nicht so viel, sind wir ehrlich. Da ist die Luftabwehr noch mit dabei. Aber ich glaube, es soll trotzdem reichen. Nicht schön, aber selten kann man auf jeden Fall, glaube ich, zum Angriff sagen. Und damit gönnen wir uns die nächsten 3 Sterne, auch wenn der Angriff wesentlich knapper war, da mein Wächter hier unten einfach mal so gar keinen Bock hatte zu folgen. Aber hey, 3 Sterne sind alles, was zählt. Und das heißt, der letzte Angriff. Und der entscheidet, ob wir 15 Sterne holen. Und wir können nicht über einfache Strategien und ähnliches sprechen, ohne mindestens einmal den Superbogenschützen Zeppelin gespielt zu haben. Und schaut euch das wunderprächtige Dorf hier an. Ah, das ist da, da geht auch einem echt das Herz auf, denn eieieiei, ist das ein Mülldorf. Sage ich jetzt wahrscheinlich und werde gleich nur 2 Sterne oder sowas holen. Aber was ist der Plan? Wir werden hier mit Ballon starten und dann mit dem Zeppelin versuchen, Richtung Adler zu kommen. Da kommen wir dann an so ziemlich alles rein mit Superbogenschützen Zeppelin. Wächterfähigkeit natürlich mit dabei. Dann werde ich versuchen, hier mit meinen eigenen Helden auf der linken Seite gegnerische Königin und die beiden Streukatapulte rauszubekommen, falls sie nicht gefallen sind, wovon ich nicht ausgehe, dass die fallen. Und dann meine eigene Gladiatorin für am besten den Multi-Inferno-Turm und hier die eben gegnerische Gladiatorin. Danach steht nicht mehr viel. Einzel-Inferno-Türme primär. Und die, würde ich sagen, können wir alle abgrasen mit einfach ein bisschen eigenem Lalo. Weswegen keine Superbarbaren. Das ist wahrscheinlich die meistkombinierte Nutzungsmöglichkeit dort. Ganz einfach. Naja, wir haben überall geschlossene Mauern. Diese Superbarbaren sind vor allem stark, wenn die Mauern offen sind. Und das sind sie hier nicht. Deswegen sollte Lalo auf jeden Fall besser funktionieren. Wir haben hier auf jeden Fall eine gute Kombination, würde ich sagen. Das ist die Armee, mit der wir reingehen. Und ich würde behaupten, wir gehen direkt rein. Warum hier 4 Superbogenschützen? Der Grund ist ganz einfach. Es gibt dort, wo wir landen, keine Möglichkeit für Fallen. Das heißt, wenn wir hier auf dem Adler wirklich landen am Ende, wie es geplant ist, dann gibt es hier keine Möglichkeit, dass irgendwelche Fallen dort vorhanden sind. Und genau das ist der Knackpunkt. Das heißt, wir brauchen nicht diese Testtruppen. Und damit sollte das dann an sich auch schon erklärt sein. So, das heißt, wir starten hier. 1, 2, 3, so, wunderbar. Mal hier alles mit dazu. Wächter natürlich gleich gezündet. Perfekt. Und die Ballons bekommen hoffentlich bereits schon einen Single-Inferno-Turm. Das wäre natürlich absolut genial. So, das heißt aber, wir müssen natürlich frühen Unsichtbarkeitszauber. Gut sauber. Nächster Unsichtbarkeitszauber. 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3.
3, 4, 1, 2, 3, 4. Ist der unsichtbare Hellzauber natürlich hier mit dabei. 3, 4. So, das sieht auch bisher schon mal absolut genial aus. Außer, dass jetzt unsere Truppen den König angreifen. Aber schon mal okay, gut. Hier haben wir einiges rausbekommen. Ein Streukatapult haben wir so rausbekommen. Und wir kriegen jetzt hier. Oh, perfekt. Oh, ach du grüne Neune, was ist denn jetzt hier los? Okay, Titane mit dazu. Headhunter für die gegnerische Königin mit dabei. Und hier ist jetzt aber ein. Hier ist aber jetzt ja. Hier geht aber einiges jetzt gerade ab. Okay, Babydrachen mit dazu. Gegnerische Klarburg-Truppen sind am Start. Ich hoffe, der König läuft gleich richtig. Weil ich gehe eher davon aus, dass er nach oben läuft. Vielleicht können wir den gleich irgendwie nutzen. König läuft nach oben. Mauerbrecher. Ich habe welche mit dabei. Die können wir vielleicht dann hier reinbrechen. Genau so ist es. Und dann jetzt Überlegung. Ich würde sagen, wir haben irgendwie echt viel bekommen. Hier im unteren Bereich vor allem. Deswegen würde ich behaupten, eine Königin-Fähigkeit. So, König versuche ich gerade die Fähigkeit noch ein bisschen rauszuzögern. Aber wir müssen gleichzeitig eben auch aufpassen mit der Zeit, nicht wahr? König jetzt gezündet. So. Und dann kriegen wir hier oben noch einiges raus. Und dann würde ich sagen, hier einmal zack, zack. Die Königin weiter aufräumen. Und dann gehen wir einfach hier rein. So, wunderbar. Einmal hier alles reingeprügelt. Ich glaube, es sollte vollkommen egal sein. Ich glaube, was wir jetzt hier gerade machen. So, Minions natürlich mit dazu. Und damit sollten das doch eigentlich 3 Sterne werden, nicht wahr? Headhunter, nimmt die gegnerischen Gladiatoren raus. Genauso soll es sein. Und damit sind wir hier mit 3 Sternen beglückt worden. Sehr, sehr schön. Und ja, das kann natürlich die Stärke sein gegen viele dieser Dörfer. Und ich weiß, solche Spiele sind häufig auch die, die sich am Ende über Superbogenschützen beschweren, die solche Dörfer benutzen. Leute, nutzt einfach keine Unfälle, was Dörfer angeht. Das ist wirklich, also das Dorf, boah, da hat sich jemand auf jeden Fall beide Hände gebrochen beim Bauen des Dorfes. Aber auf jeden Fall, für uns heißt es 15 Sterne. Let's go. Und ich hoffe natürlich, ich konnte euch wieder ein paar weitere Strategien zeigen, die ihr auf unteren, aber auch auf den höchsten Radarstufen perfekt nutzen könnt. Und die einerseits natürlich einfach und effektiv sind, aber halt eben am Ende, ja, für jeden etwas sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Der Clank sollte auch wieder gewonnen sein. Wir sehen uns natürlich morgen wieder zum nächsten Clash-Video rein. Und natürlich immer, tschö, tschö.